Zum fünften Mal in Folge fand im Ötztal das Seaclimb Extreme Kayak Race statt. Bei der Weltmeisterschaft in Extreme Kayak messen sich im Tiroler Ötztal rund 150 der besten Wildwasser-, Slalom- und Freestyle-Paddler aus 30 Ländern an einer der schwierigsten Wildwasserstrecken der Welt, die berühmt-berüchtigte Wellerbrücke auf der Ötztaler Ache. Die Wellerbrücke ist eine Wildwasserpassage der Stufe 5. Nur eine Stufe unter dem höchsten Schwierigkeitsgrad, was bedeutet, Fehler haben Konsequenzen. Ein dichtes Netz von hochqualifizierten Sicherheitsposten sorgt daher für die Sicherheit der Wildwasserkünstler. In einem spannenden Finale legt der Kajak-Veteran Dijan Gralji aus Slowenien vor. Der 36-Jährige zeigt in seinem kraftvollen und flüssigen Lauf eine nahezu makellose Linie. Nur wenige kleine Fehler sind erkennbar. Der Slowene war seit 2008 bei allen Ausgaben der Seaclimb-WM dabei, hat es aber noch nicht auf das Podium geschafft. Gralji, slowenisch für König, setzt sich mit einer sehr starken Zeit vorerst an die Spitze. Nun gilt es für ihn abzuwarten, ob er sich dieses Mal mit Edelmetall schmücken kann. Mit nur noch 4 verbleibenden Kajakern am Start stehen seine Chancen nicht schlecht. Als Vorletzter geht der Sieger von 2010 und 2011, Sam Sutton, an den Start. Sutton lässt von Anfang an keinen Zweifel an seiner Klasse. Auf einen guten Start folgt ein noch besserer oberer Abschnitt. Mit seiner hohen Schlagzahl beeindruckt er selbst die zahlreichen Slalomfahrer unter den Teilnehmern. Seine Taktik, sich mit einem hohen Anfangstempo früh ein Zeitpolster zu schaffen und dann im mittleren und unteren Teil eine ruhige und klare Linie zu fahren, geht voll auf. Während das Publikum Sam Sutton begeistert anfeuert, bewegt er sich gekonnt durch die Schlüsselstelle auf der Wellerbrücke. Beim Champions Killer lässt er dann nichts mehr anbrennen und ihm gelingt wie in den letzten beiden Jahren eine atemberaubende Seaclimb, die perfekte Linie stromabwärts. Sam Sutton bekommt von seinen erfahrenen Kajakerkollegen anerkennenden Beifall. Ob der Ausnahme-Butler jedoch bis zum Ende den Hot Seat genießen darf, muss sich erst noch zeigen. Denn oben steht, nach dem Halbfinale in Führung liegend, Mike Dawson. Der 25-jährige Neuseeländer, der bereits zweimal die Silbermedaille bei der Seaclimb Extreme Kayak WM gewann, macht sofort deutlich, dass er dieses Jahr endlich ganz oben stehen will. Mit einem starken Start bringt er sich in Position und auch im Mittelteil zeigt er einen geschmeidigen Lauf. Ganz leicht touchiert er ein paar Felsen, was ihn jedoch in seiner Entschlossenheit kaum bremst. Auf dem technisch hochanspruchsvollen Kurs reicht dieser kleine Fehler aus, um eine Seaclimb, die perfekte Linie, unmöglich zu machen. Seine Zeit ist für den ersten Platz nicht schnell genug. Am Ende heißt es also Neuseeland vor Slowenien und wieder Neuseeland. Und der Hattrick für Sam Sutton ist somit perfekt. Sölden TV. Hier bist du der Star.